Willkommen zur dritten GMP-Podcast-Spezialfolge Containment mit meinem Gast Richard Denk. Er ist Senior Consultant, helf mir schnell, Aseptic Processing and Containment, Entschuldigung, aber es ist so ein toller Name, der Titel von seinem Job. Vielleicht stellst du dich doch mal lieber selber vor. Ja, danke, Ruben. Ja, haben wir lange darüber diskutiert, welchen Titel ich denn bekommen sollte, weil meine Hauptfunktion in der SCAN ist eben, dass ich intern berate, Kollegen zu Thema aseptische Herstellung oder auch wenn es um hochaktive Substanzen geht oder unsere Partnerfirmen, wenn es um Entwicklung neuer Technologien oder Verbesserung der Technologien geht oder auch wenn es bei unseren Kunden ist. Ja. Also extern wie intern beratest du. Schön. Genau. Ja, super. Heute sprechen wir über Prozessanforderungen im Containment-System. Wir haben schon zwei Folgen, die können sich natürlich sehr gerne auch schon anschauen. Da sind wir schon auf die Grundlagen eingegangen, sind auf spezifische Themen innerhalb dieses Containment-Handbuches gegangen, was in der zweiten Auflage jetzt von der ISPE draußen ist. Und Richard ist da Chef von der Truppe, so kann man es ja behaupten. Und heute geht es um den letzten Teil in diesem Containment-Handbuch, Prozessanforderung und arbeitshygienische Validierung. Das ist auch ein sehr spannendes Thema, was man nicht vernachlässigen soll. Und vielleicht sprechen wir nochmal über Schulung. Aber lass uns mal auf die Prozessanforderungen nochmal eingehen. Da gab es, wir haben schon die ersten Teile ja schon durchgegangen, Robotiksysteme. Habt ihr da auch ein Unterkapitel, was ich sehr spannend finde, weil du ja auch dich sehr stark mit Robotiksysteme befasst, weiß ich. Du bist ja auch in dieser ISPE Corp Robotik, wenn ich das jetzt, oder es ist eine SIG, ich habe es jetzt gar nicht mehr so richtig im Eigentlich Kopf. Eigentlich solltest du es wissen. Weil ich bin ja auch mit da dran, aber mir ist es jetzt entfallen, genau. Ich komme immer noch nicht so ganz klar mit den unterschiedlichen Strukturen in dieser ISPE, was ist jetzt eine Corp, eine SIG oder eine Gruppe. Aber insofern beschäftigst du dich damit, mit der Robotiksysteme. Und was hat dieses Robotiksystem denn mit dem Containment zu tun? Ja, also zum einen das eine, vielleicht kurz zum Erklären, COP, Communities of Practice, das sind genau definierte Gruppen, Strukturen, die von der ISPE vorgegeben werden. Bei Special Interest Groups, die können zum Beispiel auch lokal gegründet werden. Ja, wir sind eine Special Interest Group Future Robotics in der DACH, Deutschland, Schweiz, Österreich. Und die kann man dann relativ informell gründen und kann dazu dann auch so viele Leute mit in diesen Arbeitskreis mit aufnehmen, wie man gerne möchte. Ja, das ist bei der Community of Practice ist es ein bisschen genauer strukturiert, wie viele Leute dabei sein dürfen in der Kerngruppe. Ja, Robotics ist ein Thema, das sich doch großes Interesse hat. Obwohl deren Fokus jetzt in erster Linie jetzt nicht unbedingt auf Containment ist, sondern eigentlich um Arbeitsabläufe zu verbessern und mehr zu automatisieren. Aber natürlich ist es auch so, wenn wir später nochmal zu der arbeitshygienischen Validierung kommen, dass natürlich, warum macht man die arbeitshygienische Validierung? Weil natürlich Mitarbeiter relativ nah am Produkt sind. Sollte ich jetzt Technologien entwickeln, oder es entwickeln sich Technologien, wo der Mitarbeiter jetzt nicht mehr so nah an das Produkt muss, weil er vielleicht sich im Kontrollbereich aufhalten kann, wo er das Ganze nur noch monitort, dann ist natürlich auch die Gefahr, dass er mit der Substanz kontaminiert wird, relativ, also eigentlich nicht gegeben, ja, solange er sich nicht in den Bereich drin begibt. Ja, in dieser Robotics-Gruppe, die ich vor ein paar Jahren gegründet habe, da befassten wir uns einfach über bestimmte Prozesse, die relativ aufwendig sind, zu tun, wie man das mehr automatisieren kann. Und du weißt es ja selber, ja. Durch Covid kommt ja immer, gibt es ja auch irgendwo auch das, dass man wieder mehr Produktion zurückholen will. Haben wir ja beim letzten GMP-Kongress ja in Mainz sehr, sehr schön ja auch gehört von PTS. Ja, genau. Die Bundesregierung will auch wieder alles zurückholen. Ja, zumindest dass die wichtigen Bereiche, also systemrelevanten medizinischen, also Medikamente wieder zurückholen will. Und da wurde, glaube ich, auch dann erwähnt mit hoher Automatisierung, ja, dass man dann das eigentlich sehr automatisiert haben will. Und da ist natürlich schon auch die Thematik, wie automatisiert man das? Ja, wie bringt man das eigentlich in ein Containment-System rein. Ein Containment in ein GMP-Umfeld, ja.
Das ist ja wiederum eine ganz andere Betrachtung. Ja, wenn man mehr Digitalisierung in Bezug dann auf Robotisierung hat, müssten ja irgendwie vielleicht Abläufe danach anders sein. Ja, das unterscheidet sich, glaube ich. Dann habe ich nur so einen einfachen Ablauf von A nach B. Mhm. Oder denkt man das System weiter und sagt, man hat ein intelligentes System, was vielleicht mitdenkt, ja, mhm, und hat nicht nur den einen einfachen Ablauf. Ich glaube, da muss man noch unterscheiden. Und bei euch in eurem Buch sicherlich ja das Robotiksystem, um das Handling zu verbessern. Es geht, glaube ich, um das reine Arbeitsentlastung des Menschen. Wie kann ich im Containment-System arbeiten, von A nach B oder, mhm, also von rechts nach links, von oben nach unten oder sowas. Das sind ja reine Ablaufänderungen, die ihr mit GMP, sondern da ist der einmal fertig programmiert und es steuert sich. Und dann war es das ja, anders als in so einem intelligenten System. Ne? Ja. Gut, aber es spielt auch immer ein bisschen nach mit zusammen. Also wir haben diese Robotik hier in relativ kleinen Bereich auch nur drin, dass man sagt, dass sich das bewegt. Und die Hauptaktionen, was wir momentan in der Gruppe eher machen, sind eher so Transfersysteme. Weißt du, wenn du zum Beispiel sagst, du musst jetzt aus dem Wareneingang zum Beispiel Substanzen in die Einwaage bringen. Ja? Mhm. Wie kann sowas automatisiert werden? Oder wie geht man durch Schleusensysteme durch von einer Reinraumzone in das andere? Oder wie könnte man zum Beispiel automatisiert eine Raumreinigung danach durchführen? Ja, und da geht es dann schon um GMP, weil dann musst du dann das wieder... Ja, das stimmt, da gebe ich dir dann recht. Wenn es, ne, dann um die Raumreinigung geht. Oder sind ja auch andere Bereiche, die wir uns da drin befassen, die jetzt nicht unbedingt gleich was mit Robotik zu tun haben, komme ich aber gleich nochmal zu, was mit Robotik, ja, aber vielleicht angrenzend sind. Wir haben momentan auch eine Initiative, da wo es bei der es um Ready-to-Use geht. Ja. Mhm. Ready-to-Use zum Beispiel, man beschafft sich immer mehr vorsterilisierte Spritzen oder vorsterilisierte Vials, die dann in so einem Kunststoffbehältnis mit so einem Folie und dann einem Tyvek drauf. Und die sind ja teilweise einfach zweifach eingeschweißt. Und das ist für zum Beispiel so eine automatisierte Art und Weise sehr schwierig. Also man kann es sehr schwierig automatisieren. Die kommen eine Acrylic-Box an, da sind dann die zwar drin, aber die Folien sind nicht sortiert. Und für einen Roboter, um dann sowas dann einzuschleusen, ist es einfach schwierig. Man muss halt dann Folie um Folie mehr auspacken, um dann reinzukommen. Und da haben wir mal darüber gedacht, eigentlich ist das nicht nur nachhaltig schwierig, weiterhin zu rechtfertigen mit diesen Massen an Abfall, was dann nur dort produziert wird, weil man muss ja immer Wisch desinfiziert werden, damit ich es dann von einer niedrigen, höhere Reinraumzone bringe, sondern es muss dann auch ausgepackt werden und man produziert also wirklich Tonnen und über Tonnen von Abfall. Ja. Und wie man vielleicht sowas neu designen könnte, da man da mit der Fachhochschule in Abstadt Sigmaringen und in Muttenz mal so mit den Uni, mit den Studenten mal so einen Workshop durchgeführt. Und das schauen wir uns mal jetzt mal weiter an, weil einfach so Peripherie außenrum auch dafür abgestimmt werden muss. Ja, es geht sonst nicht anders. Ne? Gerade wenn ich in der klassischen Reinraumbau, würde ich jetzt mal behaupten, ist es noch nicht auf so Transfersysteme sauber ausgelegt. Also wir versuchen natürlich mal möglichst groß zu bauen und frei zu bauen, wenigstens drin zu haben, aber das ist ja nicht immer umgesetzt worden. Und wenn ich jetzt Robotersysteme oder Transportsysteme dort einbauen will, dann funktioniert das ja auch in teilweise gar nicht, weil sie viele kleine Schleusen haben und so weiter. Ne? Mhm. Also wie bekomme ich es dahin? Ich denke mal, da sind wir noch gar nicht so weit, oder? Also es gibt schon Entwicklungen, ja. Also aber da kommen wir jetzt wieder in Sterilherstellung. Ja. Wenn es um Sterilabfüllung geht, da haben sich doch einiges getan. Aber auch als in dem Annex 1 für Sterilherstellung auch im Principle so drinsteht, ja, der Use of Robotics, weil es einfach Sinn macht, bestimmte kritische Arbeitsschritte fern von menschlichen Eingriffen zu haben. Mhm. Und da hat sich schon einiges entwickelt. Und da kommt natürlich auch wieder Robotik und GMP ganz wichtig in Zusammenhang, weil nur weil ich was automatisiere, heißt es noch lange nicht, dass ich es richtig automatisiert habe. Und da ist momentan schon so eine doch starke Diskussion zwischen Behördenvertretern und der Industrie,
weil eben nicht alles, was Robotik gemacht wird, eben auch in deren Zuspruch findet. Ja, ja, das glaube ich auch, weil ich bin der Meinung, dass unsere Regularien eigentlich noch gar nicht so weit sind, um die Robotik vollständig abzudecken. Ja, genau, also das ist ein Punkt, aber ein anderer Punkt ist eben auch, es gibt einfach als GMP-Regulatoren bestimmte Dinge, die man betrachten muss. Und da ist natürlich auch ein Bereich, wenn ich jetzt mein Wasserglas hier sehe, wenn ich jetzt sage, das wäre jetzt ein steriles Produkt drin, dann wäre das natürlich jetzt immer fatal, wenn ich hier dauernd oben drüber fahre, ja, mit meiner Hand, weil das ist natürlich auch, gegen was die Hand ja sowieso schon ein schwieriger Faktor ist, und dann kommt die Luftströmung von oben und unten, und dann könnte natürlich immer was reinkommen. Und das sind auch, glaube ich, immer diese Hauptfehler, was gemacht werden, dass man sagt, okay, man transportiert jetzt dieses Glas nicht mehr über einen Transportrechen, sondern man macht es jetzt mit einem Roboter, und oftmals fangen dann die Roboter und fassen da oben hin. Ja. Und das soll man eigentlich nicht machen, weil einfach die Bewegungen der Roboter etwas ungünstig zum Teil gemacht werden. Aber da hat sich doch jetzt eine Anpassung mal stattgefunden, muss man auch mal dazu sagen. Ja. Wurden am Anfang für viele gemacht. Aber die Systeme, die jetzt halt neu auf den Markt kommen, die haben eigentlich diese ganze aseptische Herstellung schon relativ gut integriert. Ja. Wie du weißt, ich war ja selber mal 3 Jahre in einer Entwicklung direkt mit drin, hast du auch sehr schön gesehen, und da haben wir eigentlich von den Behörden Feedback gekriegt, dass wir das wirklich exzellent umgesetzt haben. Ja, so kann es auch gehen. Ich habe die Anlage ja auch gesehen, das ist sicherlich richtig, aber das ist ja noch nicht in Anführungsstrichen marktreif. Ja. Das war eine Spezialmaschine, und wenn ich jetzt überlege, für den kleinen oder mittelständischen Unternehmen ist das ja noch ziemlich weit weg. Also das fängt ja bei dem Kauf oder der Implementierung Robotersysteme an, bei der Validierung, bei der Qualifizierung, und also es geht ja hinterher noch weiter. Ne? Also auch diese Geräte müssen gereinigt werden im Reinraum. Also da gibt es ja, also ich persönlich finde, wir sind noch da weit am Anfang. Ne? Also man ist am Anfang, da hast du vollkommen recht. Was ich noch sagen wollte, dass sich die Entwicklungen eben in dem Bereich doch vorangetrieben werden. Wahrscheinlich mit allem, irgendwann in ein paar Jahren wird dann keiner mehr darüber reden, dass das vielleicht mal anfangs Holpersteine gegeben hat, bis sich dann die ersten Systeme dann mal in dem Bereich etabliert haben. Ja. Ich weiß es noch nicht. Also ich weiß, ich habe mich damit auch schon mal vor ein paar Jahren beschäftigt. Und der Bill Gates hat mal vor 8 Jahren damals nämlich mal gesagt, der hat das nämlich auch schon erkannt mit Microsoft und meinte dann, und da hat er auch recht, und es gab auch dazu ein paar Publikationen, wir brauchen eigentlich Robotergesetze. Also unser Gesetz, unsere Grundlagen der Gesetze außerhalb von GMP als auch GMP deckt noch nicht vollständig diese Roboter-Thematik ab, wenn mal was passiert. Darum geht es ja. Ne? Mhm. Wenn wir so ein intelligentes System haben, wenn das intelligente System einen Fehler macht. Also da decken unsere derzeitigen gesetzlichen unsere Gesetze das nicht ab und die GMP-Regularien schon gar nicht. Also das ist wirklich ein heißes Thema. Wir sind eigentlich zu schnell wieder für unsere Gesetze. Ne? Mhm. Das ist ja oftmals so auch. Wir probieren immer was aus und versuchen das zu implementieren. Und die Regularien ziehen leider immer zu spät hinterher. Das ist so. Also ich sag mal, solange, wenn wir jetzt bei dem Bereich Fill und Finish bleiben, wo der Roboter eine Bewegung macht von Systemen, wo jetzt noch keine Artificial Intelligence dahinter ist, wo ich dann wirklich überprüfen muss, ist es noch in den Qualitätskriterien enthalten, was da gemacht wird, dann ist es vielleicht noch was anderes. Aber wenn der Bereich mal erreicht wird, wo ja auch die Entwicklungen hingehen, ja, dass man einfach sagt, man digitalisiert, man bringt viel mehr, man möchte eigentlich viel mehr das Quality by Design über Artificial Intelligence machen. Ja. Und da musst du halt einfach die Akzeptanzkriterien irgendwo festlegen, und da gibt es momentan noch keinen richtigen Bereich. Wie lege ich das fest, dass ich sage, ich überlasse einer künstlichen Intelligenz die Entscheidung, ob ich jetzt selbst lerne. Genau. Und das ist schon ein Thema, das hochspannend ist, wo man zum Teil schon eigentlich ganz gerne diese komplett digitale Überwachung, und man kriegt die Daten, man kann die online einsehen. Mhm. Also da will man das schon gerne haben, aber dann habe ich gesagt, was akzeptiere ich? Ja? Weil das ist also es ist ein spannendes Thema. Wir werden bestimmt auch dazu nochmal einen eigenen Podcast machen, da bin ich ganz sicher, zur Robotik mit Richard. Das ist wirklich ein super spannendes Thema. Aber ihr habt unter diesem Kapitel auch interessanterweise ein Kapitel Inspektionen. So, und da, was verbirgt sich denn hinter
Inspektion im Containment, in diesen Prozessanforderungen? Ja, also Inspektion und Verpackung haben wir da noch drin, weil es ist zwar eigentlich schon so, wenn ich jetzt sage, es ist zum Beispiel ein Produkt schon verpackt und wird dann inspiziert, ja, dann kann natürlich auch während der Inspektion zum Beispiel was kaputt gehen. Ja. Oder das muss man vielleicht auch mal noch ein bisschen unterscheiden, wenn ich jetzt sage, ich bin in der Solita-Produktion und habe dann eine Tablette, dann sagt man ja auch manchmal, okay, jetzt ist sie eigentlich gebunden, wenn es dann gecoated ist, dann ist ja die Gefahr des Containments eigentlich relativ gering. Stimmt ja auch, weil es einfach in sich gebunden ist, dann wäre er nur kritisch, wenn er zum Beispiel die Tablette irgendwo brechen sollte. Ja. Aber man hat natürlich auch in der Sekundärverpackung, wenn es bei Kapseln oder Tabletten sind, kann ja auch eine Kapsel mehr aufgehen. Ja. Es kann auch mal eine Tablette kaputt gehen und wenn es dann nicht gecoated ist, dann hat man auch Abrieb. Und es kann zum Beispiel auch bei der Verpackung auch mal sein, wenn die auf die Größe geschnitten werden, dass einfach die Maschine einfach mal so eine Verpackung mittig durchschneidet. Mhm. Ja. Dann habe ich natürlich die Problematik, dass ich auch den Bereich hier kontaminiere oder den Verpackungsbereich kontaminiere. Oder auch dann zum Beispiel die Faltschachteln. Hm. Okay, also ihr habt euch so ein bisschen darauf fokussiert, Achtung, ihr müsst nochmal auf diese beiden Bereiche achten, Inspektion und Verpackung, nämlich vergesst euer Containment nicht oder euer Containment hört nicht, oder ich muss es anders sagen, eure Containment-Strategie hört nicht auf, wenn das Produkt abgefüllt im Vial oder in der Tablette ist. Da gibt es noch nachgeschaltete Vorgänge, die ich auch betrachten muss. Ne? Genau, wir haben das als Ding und rein, weil es ja oft auch von der örtlichen Anbindung woanders ist. Ja. Das heißt, viele Firmen haben eine zentrale Verpackung, wo eigentlich die Produkte geliefert werden. Die werden transportiert, da sind wir wieder bei, ne? Wie transportiere ich sicher dahin, wenn es von der Füllmaschine dann hinterher zur Verpackung ist in einem anderen Bereich. Da sind wir wieder bei der Robotik. Ich muss es ja schonend transportieren im besten Fall. Ne? Dann wäre es natürlich sinnvoller, wenn es automatisiert passiert. Ja, nicht nur das, da muss man sagen, wenn wir jetzt wieder im Bereich der biopharmazeutischen, da wird ja oftmals Drug Product wird ja dann ja nochmal dann erst zu dem Bereich gebracht, wo abgefüllt wird. Ja, ja, das ist genau. Ja total getrennt voneinander. Genau, das ist alle drei Bereiche. Ne? Du hast zuerst dein Fermenter, dein Biotechnologie Kessel, fährst ihn dann zu deiner Abfüllung, ja, und von da aus fährst du es dann im besten Fall sogar nochmal zur Verpackung oder im schlimmsten Fall. Ne? Ja. Hat man ja viele in den Medien gesehen über diese Impfstoffhersteller, wo man einfach die modular machen will. Aber dann sagt man, okay, und dann ergibt man das Produkt, den Impfstoff, dann zum lokalen Hersteller, der das dann steril abfüllt. Hm. Also man hat da schon noch eine gewisse Trennung, obwohl das einmal auch mehr oder immer mehr zusammenwächst. Ja. Weil ohne dem einen funktioniert das andere nicht. Ich muss irgendwo. Ja, abfüllen. Gut, wenn wir beim Impfstoff sind, ist das beste Beispiel. Die fliegen das durch die Gegend zum nächsten Abfüller. Mhm. Also da hast du ja auch noch ein hohes Risiko dabei. Mhm. Ja. Okay, also wir müssen auf die Inspektion und Verpackung achten. Und da spielt vielleicht auch in einer von unseren anderen Folgen, haben wir auch gesagt, Havariefall. Ne? Was passiert denn eigentlich, wenn bei so einer Inspektion in der Inspektionsmaschine so eine Flasche kaputt geht? Oder so ein Vial. Ne? Verpackung ist ja das eine, aber bei so einer Inspektionsmaschine geht ja schnell mal ein Glas kaputt, wenn das untersprungen ist oder unter Spannung steht. Ne? Ja, ich sage, das ist also mein Gefühl momentan noch ein bisschen stiefmütterlich, das Ganze, weil es eben in dem Bereich auffällt. Nach der Fülllinie ist eigentlich dann Schluss, dann wird irgendwo eine Inspektion gemacht und man ist sich darüber eigentlich schon bewusst, dass da auch was passieren kann. Und passiert nicht. Oder mal, es passiert nicht, genau. Ja, ja, man genau. Sagt ja, das passiert nicht. Ja. Und, aber wir haben es drin, haben wir gesagt, man muss auch wirklich bis zum Ende denken. Bis zum Ende denken, ja, genau. Ja, super. Ihr habt in eurem Buch auch einen Part, den fand ich sehr interessant, arbeitshygienische Validierung. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, weil, erklär doch mal eigentlich, was arbeitshygienische Validierung ist. Also das Wort ist ja schon ein Zungenbrecher. Ja, genau. Das wolltet ihr auch so. Also dass es ein Zungenbrecher wird. Die Arbeitshygieniker in der Gruppe von uns wollten das so. Und da muss ich gleich sagen, ist ganz wichtig, ist keine GMP-Validierung. Ja. Es ist eine arbeitshygienische Validierung, wo man über Abläufe dann auch prüft, dass der Mitarbeiter geschützt ist, wenn er da drin
wenn ich in der Herstellung Betrieb mit der Substanz arbeite. Mhm. Das ist ja ähnlich wie eine, oder in der GMP-Validierung fährst du ja auch 3 Batches und zeigst es, so wird es da ähnlich auch gemacht. Man soll so ungefähr 3 Abfüllvorgänge, wenn man jetzt eine Substanz abfüllt. Kurze Frage, gibt es denn dafür auch Regularien, die das so beschreiben oder habt ihr das jetzt so als Standard festgesetzt? Es gibt schon Regularien, es gibt eine EN689, glaube ich. Jetzt bin ich mir nicht ganz hundertprozentig sicher, nicht, dass ich einen Zahlendreher habe, die das beschreibt. Und es gibt auch von der ISPE eine SMEPAC-Richtlinie, wo das dann auch beschreibt, dann, wie man das macht. Mhm. Und es ist einfach, man definiert oder man betrachtet das System, wo eigentlich die gegebenenfalls Schnittstellen sind oder Transfer sind, wo es zu einer zur möglichen Exposition kommt, sind auch in dieser SMEPAC-Richtlinie auch Beispiele drin und dort werden dann so Air-Samplers angebracht in vordefinierten Positionen. Mhm. Und auch Mitarbeiter oder auch im Raum und die saugen in der Regel 2 Liter pro Minute, das ist ungefähr das Atemvolumen eines Menschen ist, ja. Und über eine gewisse Zeit steht dann auch drin, wie das Ganze ablaufen soll und wird dann anschließend analytisch ausgewertet und dann berechnet, was denn eigentlich die Konzentration über den 8-Stunden-Tag dann ist. Mhm. Und man macht damit auch irgendwie so Peak-Studien, dass man mal kürzere Intervalle misst, um manchmal zu sehen, ob es größere Expositionen gibt. Ja, mhm. Man soll ja nicht kurzfristig zu stark überexponiert werden. Okay, das finde ich ja ganz spannend. Also das ist eigentlich genauso aufgebaut wie so ein bisschen die GMP-Validierung, nur es heißt ein bisschen anders und ich beziehe mich auf die Partikel dann in dem Moment. Ja? Aber die Strategie, die ich dafür festlegen muss, ist so ein ähnlicher Vorgang. Ich denke immer auch risikobasiert, sonst würde ich es ja wahrscheinlich übertreiben wieder. Ganz genau. Also man legt es schon fest, obwohl in dieser SMEPAC-Richtlinie, wo uns auch im Handbuch schon auch Beispiele auch dann drin sind, dass ich einfach sage, okay, für zum Beispiel den Test von dem Isolator, ja, wo sollen die angebracht werden, wo sind einfach Schnittstellen, dass ich an den Schnittstellen nochmal diese Luftsampler anbringe. Und auch Mitarbeiter im Raum dann auch, betrachtet man die Luftströmung auch, damit man sehen kann. Okay, aber ist das nicht wirklich denn schon so ein bisschen auch in Richtung GMP wieder? Ich muss ja auch die Raumkonditionen validieren, ich mache dort auch Strömungsvisualisierung, ich muss mir im Isolator auch überlegen, wo baue ich meinen Partikelzähler vielleicht an, dazu muss ich auch Studien machen. Also überschneidet sich das nicht sehr stark? Alles, was du mir jetzt erzählst, ist ja faktisch schon... Es ist ähnlich, sage ich mal. Man hat sicherlich... immer irgendwo, wenn es Risiko passiert ist, immer irgendwo gleiche Vorgänge, nur dass es halt keine GMP-Validierung ist. Deshalb ist es ganz wichtig, wenn man sagt, man hätte ja gleich sagen, ja, ist eine Validierung, dieses GMP ist nicht, ja, ist für den Mitarbeiterschutz. Aber wichtig, und es ist auch in der Regel so, dass der Wert auch unterschritten werden soll. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe eine Substanz, die so einen Grenzwert von 1 Mikrogramm fordert, dann sollte eigentlich der gemessene Wert schon um einiges darunter liegen. Ja. Hm. Weil desto näher der Wert eigentlich kommt an die geforderten Grenzwert, desto öfter müsste ich dann eigentlich diese Messung wiederholen. Und die sind relativ aufwendig und auch sehr kostenintensiv. Und desto niedriger der Wert ist, den man dann mit dem System erreicht, desto weniger häufig muss ich dann das Ganze nochmal wiederholen. Ja. Okay, und den Grenzwert, den habe ich mir ja vorher festgelegt in meiner Strategie oder ganz vorher in den Grundlagen, in diesen drei Punkten, die du erzählt hast, da wo ich dann rausarbeite, das ist mein Grenzwert, vielleicht auch mein GMP-Grenzwert und mein arbeitsmedizinischer Grenzwert. Genau, also ich lege den eigentlich über den PDE fest, Permitted Daily Exposure, woraus ich den Arbeitsplatzgrenzwert dann eigentlich berechne. Okay, aber es ist kein Muss, dass ich das, diese arbeitshygienische Validierung, oder? Das ist jetzt eine Empfehlung von euch oder ist es? Also ich bin jetzt mal kein Muss, das ist immer ein ganz guter Punkt. Das ist halt einfach so. Also Man könnte jetzt ja auch sagen, um dir zu helfen, ich mache GMP, das muss ich machen, ja, ich validiere das alles und ich habe mir vorher meinen Grenzwert festgelegt in der Theorie, wir haben uns die Filter ausgewählt, das haben wir ja alles gelernt, wir sind deine Pyramide durchgegangen und wir haben das alles festgelegt, dann kann ja eigentlich jetzt gar, wir haben das beste Containment-Strategie festgelegt, wir haben das Containment-System primär, sekundär, wir haben alles festgelegt, müsste ich es ja eigentlich gar nicht machen, oder? Also musst, wie auch in anderen Bereichen, solltest du den Nachweis erbringen, dass das danach richtig eingehalten wird. Mhm. Und zwar aus dem Grunde,
falls bei einem Mitarbeiter irgendwas mal passieren würde, ja, dann, dass du auch belegen kannst, pass mal auf, wir haben alles getan, um dich abzusichern. Ja. Okay. So wie du ja im Endeffekt bei Medikamenten das ja auch machst, dass du das nachweisen kannst, dass du alle relevanten Vorgaben eingehalten hast, um ein sicheres Medikament herzustellen, so ist es da, wenn du das nicht zeigen kannst, ja, wenn du nicht zeigen kannst, pass mal auf, wir haben das geprüft und wir waren unter dem Grenzwert und wir haben das genau so nach den Regularien dann, was weiß ich, alle 2 Jahre oder alle halbe Jahre oder irgendwas dann auch gemacht, dass man dann einfach dann hast du ein Problem. Ja. Mhm. Wenn dann zum Beispiel bei einem Mitarbeiter oder bei einer Mitarbeiterin irgendwas festgestellt wird und du kannst es nicht belegen, dann ist das in der Ja, das ist schon richtig, dann bist du dran. Mhm. Okay, verstanden. Also ist es doch besser schon, wenn man das tut. Okay, also das war ja schon total spannend durch euer Buch in diesen letzten 3 oder 2 Folgen mit der heutigen 3 Folgen durchzuflügen. Es ist auf jeden Fall spannend durchzulesen. Also man kann es wirklich nur empfehlen. Containment, würde ich sagen, ist das Standardwerk, das Buch auf jeden Fall nahezulegen, glaube ich. Ne? Ich möchte nochmal auf den letzten Punkt eingehen und das ist Schulung. Das ist ja auch mal ein heißes Thema im GMP-Bereich. Du grinst schon so. Also ihr habt das Thema oder den Punkt auch aufgefasst, Schulung Personal. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Schulung in dem Containment-Bereich, wenn wir jetzt mal GMP vielleicht außen vor lassen, aber weil das Thema so komplex ist, also ich kann mir auch vorstellen, so ein Mitarbeiter neu an so einem Isolator, an einem Containment-System, einem Rapid-Transport-System sicherlich auch nicht einfach ist. Ne? Ja. Also ihm das beizubringen, wie lange würde sowas, ne? Zum Beispiel auch. Es gibt dauern. Ja, also es geht, also Schulung ist ganz wichtig, weil man auch sieht, zum Beispiel bei der arbeitshygienischen Validierung, desto bessere Mitarbeiter geschult sind, desto bessere Ergebnisse kann man auch erreichen. Ja. Deshalb sieht man auch, wie wichtig auch die Schulung ist der Mitarbeiter. Aber das fängt schon etwas früher an, dass man eigentlich dass man denen das Bewusstsein dafür auch bringt. Mhm. Weil man muss sich mal vorstellen, viele Containment-Lösungen, wenn wir jetzt nicht aseptisch, steril sind, ja, viele Containment-Lösungen werden nur installiert, um den Mitarbeiter zu schützen. Die verbessern nicht die Qualität des Produktes. Ja. Die sind rein dafür da, um den Mitarbeiter zu schützen. Es wird für den Mitarbeiter gemacht. Und es wird für den Mitarbeiter gemacht, damit er während seiner Arbeit geschützt ist. Und das muss man dem Mitarbeiter auch so vermitteln, ja, dass man das sagt, pass mal auf, wir machen das für dich. Das ist wichtig, dass du das, was du umsetzt, auch richtig umsetzt, weil es geht um deine Gesundheit, die hier für uns in der obersten Priorität hat. Und glaube, wenn die Leute das dann wissen, dass das für die gemacht ist und dass diese Substanz auch eine gewisse Aktivität hat, ja, die man ja nicht sofort mehr, sondern viele haben ja eigentlich Langzeit. Jahre später, ja, Jahrzehnte. Dass man dann das viel anders da dann auch wahrnimmt. Mhm. Ja, und die Leute nehmen das auch ganz gut an, wenn die mit ins Boot genommen werden. Das wollte ich gerade sagen, man sollte die doch bestimmt schon früh mit in die Projekte mit reinnehmen, oder? Dass sie das sogar mitentwickeln, sich da mal Handling ausprobieren. Ne? Die sollen den Entscheidungsprozess mittragen. Ja. Die sind im Endeffekt diejenigen, die mit den Containment-Systemen arbeiten und man sieht es, wenn man die nicht mit einbezieht, dann ist eine gewisse Distanz da, ja. Wie das jetzt sagen, Lernunwilligkeit. Ja, oder Abneigung, aber da ist so nach dem Motto, uns hat da eh keiner gefragt, wir wurden das da nicht mit einbezogen, was soll ich jetzt dann damit? Aber Klassiker. Wenn du Teil der Entscheidung, immer wenn du Teil der Entscheidung bist, bist du auch, ist das auch deine Lösung, ja, und man akzeptiert seine eigene Lösung viel einfacher, als wenn es eine Fremdlösung gewesen ist. Ja. Und da ist die Schulung sicherlich ein wichtiger Faktor, aber auch das Einbeziehen der Mitarbeiter. Ich glaube, das ist noch viel größer, denn es ist die Schulung hinterher wahrscheinlich am einfachsten. Ne? Ja. Ja, das ist ein schöner Satz, Mitarbeiter mitnehmen, Mitarbeiter ins Projekt mit einbinden. Ich hoffe, wir konnten Sie auch super einbinden in den Ausflug des Containment-Handbuches von der ISPE. Mir hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Richard. Und freuen Sie sich auf die nächsten Special-Folgen mit den Special-Gästen. Also machen Sie es gut. Richard, vielen Dank. Danke dir.